Ja, hallo, hier ist Chris Hemschemeyer, Paartherapeut, Psychotherapeut. Dieses Mal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute gibt es ein echt, finde ich, also ich fand das grandios, cooles Thema. Und zwar geht es darum, ja, wenn du auch so in so absoluten Grusel-Horror-Beziehungen warst, wozu soll das gut sein? Hatte ich ja schon so ein paar spirituelle Videos drüber gemacht, aber jetzt gibt's noch mal psychologischen Background dafür. Ja. Vorab noch kurz, freue mich, wenn du auf die Liebeschipp-Party kommst, Mitte März oder Tag vorher ist eine Lesung in Leipzig. Wir planen auch noch mehr, wir planen auch noch was richtig, richtig schlimm, cooles Ende des Jahres. Es wird der Hammer, es wird der absolute Hammer. Ich freue mich da schon so drauf. Aber erstmal Party, Lesung und guck mal in meinen neuen Kurs rein. Dem Notfallkoffer, den gibt es gerade zum so einer Frühbucherphase stark vergünstigt. Ja, und zwar folgendes: Wenn du in diesen schlimmen, gruseligen, nervenzerfetzenden, wirklich alles taubmachenden, schlimmen, toxischen Beziehungen warst, fragt man sich ja, was im Himmels Willen soll das alles irgendwie? Habe ich wirklich, bin ich auf einen ganz spannenden Artikel gestoßen in Spektrum der Wissenschaft, den ich werde den auch in meinem Kurs mal verlinken. Und zwar geht es so darum, dass es so Forschung gegeben hat, wo die geguckt haben, was macht eigentlich so im Nachhinein so ein Leben bedeutsam, lebenswert, also das Gefühl, dass es so lebenswert war, dass es spannend war, ereignisreich. Und da haben die rausgefunden, dass natürlich so absolute Highlights dazu beitragen, irgendwelche super coolen Sachen, die man erlebt hat. Aber, jetzt kommt's, auch die absoluten Lows tragen dazu bei. Also das finde ich, haben die dann auch nochmal so ganz gewieft irgendwie untersucht, um das wirklich abzusichern. Und das war so, dass auch sozusagen durchlebte schlimme Sachen genauso beitragen zum Gefühl von Sinnhaftigkeit von Leben und dass dieser vermittelnde Mechanismus wird auch so beschrieben ist, wenn man, was eigentlich so naheliegend ist, ne? Also dass wenn man, aber es ist immer cool, wenn das auch mal Psychologen schreiben und nicht nur in einer spirituellen Szene, dass man, ja gerade wenn man so richtig scheiße hängt, hat man natürlich, ist der Weg zum Gipfel, also zum Schönen, ist am längsten sozusagen, ne? Also wenn ich wirklich weiß, wie sich das Leben anfühlt, wenn es so richtig kacke ist, dann ist natürlich, wenn das dann Leben dann wieder besser läuft oder wenn ich dann wieder eine bessere oder eine schönere Beziehung habe oder auch überhaupt nur wieder Ruhe ist und ich mal ein nice, geiles Leben habe, dann ist das, man weiß es einfach viel, 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 viel mehr zu schätzen, wenn man es mal erlebt hat. Erinnert mich immer ein bisschen daran, als ich mal auf Kuba war, schöne Insel, aber zur falschen Jahreszeit im August und es war wirklich, ich weiß es nicht, wir hatten kein Thermometer, ich weiß es, aber ich würde mal, ich glaube, es waren durchgängig 38 Grad bei, ich weiß nicht, 170% Luftfeuchtigkeit. Es war unerträglich. Also man ist wirklich aus so Klimaanlage rausgegangen und ich war sofort durchgeschwitzt, sofort, wirklich, man ging raus und pfsch, ne? Und da habe ich mir gedacht, ich werde nie wieder meckern über irgendwie Hamburger oder was weiß ich, wo ich da gerade bin, über irgendein Wetter. Ja, was irgendwie wechselhaft ist oder kühl womöglich oder mal ein bisschen regnet. Ich habe mir geschworen, ich werde da nie wieder drüber meckern in meinem Leben. Und so ähnlich das, glaube ich, mit diesen Beziehungen dann auch. Manchmal, dass man dann wirklich, ja, Sachen viel mehr zu schätzen weiß, die man vielleicht früher im Leben auch schon mal hatte, aber dann
Hab da vielleicht gedacht, ich brauche jetzt mal ein bisschen Thrill. Ich habe das ja auch in meinem spirituellen Kurs, ist ja auch die Frage, wo man sich mal die Frage stellen soll, ob man sich nicht das vielleicht doch manifestiert hat, diesen ganzen Kram. Und da haben auch schon manche runtergeschrieben und gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mir eigentlich gesagt, so, jetzt brauche ich mal ein bisschen hier, ta-ta-ta-ta, schrille Beziehung mit, ganz aufregend und. Ja, und wenn man da mal hinterher drauf guckt, dann merkt man vielleicht, ja, habe ich mir vielleicht selber ein bisschen manifestiert, aber unter Umständen die Begleiterscheinungen da nicht so richtig bedacht von der ganzen Sache. Also in diesem Sinne ist vielleicht ein sehr magerer Trost, wenn einer von euch, der das gerade guckt, da jetzt so ganz tief drin hängt, aber habt ihr schon von ganz vielen gehört, dass die gesagt haben, ja, also bestimmte Entwicklungsschritte hätte ich nie gemacht, wenn nicht jemand, weiß ich nicht, so sich so krass mir gegenüber verhalten hätte. Ich hätte vielleicht nicht gelernt, mich abzugrenzen oder weiß ich nicht, andere Dinge, die man halt lernen kann, mehr Autonomie, ich weiß nicht was, irgendwie. Ist, jetzt frag mich nicht, warum muss man durch solche Sachen gehen, aber. Also ein Leben, was immer, hat natürlich auch, haben manche ja auch und die werden es auch genießen, aber ein Leben, was immer auf so einem Level verläuft, ist vielleicht auch wirklich nicht so prickelnd. Gell? Freue mich über Diskussionen und dergleichen. Ich habe jetzt werde dieses heute Video mal als Premiere einstellen bei YouTube. Also das wollte das mal ein bisschen ausprobieren ab und zu, weil das liefert, glaube ich, noch mehr Möglichkeiten an Austausch. Und freue mich wirklich sehr, wenn ihr die Kanalmitgliedschaft macht. Ich mache jetzt auch bald das erste Video speziell für die Leute, die so eine Kanalmitgliedschaft haben, beziehungsweise in meinem Liebeship Plus Dings drin sind. Ja, gibt schon einige und vielen Dank an die, die das schon machen. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.